Frank von GigaTech, heute schauen wir uns einen Hans Dampf in allen Gassen an, einen echten Tausendsasser, sozusagen ein Feature-Monster, das LG G7 ThinQ. So Leute, und das erste, was ins Auge fällt, ist natürlich das Display, ein 6,1 Zoll in der Diagonale messendes LG nennt das Full Vision Display. Das hat hier Notch. Wenn man den Notch rausrechnet, und den kann man auch per Software deaktivieren, sind es noch 5,94 Zoll. Das ist ein Display mit einer Aspect Ratio von 19,5 zu 9, wie gesagt, mit Notch. Und deswegen kann man sagen, liegt das auch noch ganz gut in der Hand. Also ich muss sagen, wirklich, das ist einigermaßen kompakt noch, obwohl das Display wirklich eine große Fläche hat. Und dieses Display hat ein paar Eigenheiten. Also zum einen muss man sagen, LG setzt hier nicht auf OLED wie sehr viele andere Wettbewerber, sondern das ist eine ganz eigene, firmeneigene Display-Technologie. Die hat einen ganz besonderen Vorteil. Das ist ein sogenanntes MLCD Plus, und das kann wirklich sehr, sehr hell geschaltet werden. Ich hoffe, ihr werdet jetzt nicht geblendet. Das sind bis zu 1000 Nit, sagt LG hier. Ich schalte das mal wieder aus, damit ihr etwas erkennen könnt. 1000 Nit, wie wird das Ganze erreicht? Jeder einzelne Pixel hier, der besteht ja in der Regel aus einem roten, grünen und blauen Subpixel. Und hier gibt es noch einen zusätzlichen weißen Subpixel. Ganz neu ist dieses Konzept nicht. Das gab es schon vor 7 Jahren ungefähr auf dem LG Optimus Black und auf zahlreichen anderen Geräten. Sorgt dafür, dass man das Gerät auch bei hellstem Sonnenlicht, gerade jetzt praktisch im Sommer, noch sehr, sehr gut ablesen kann, wenn man draußen ist. Und das Ganze ist sogar noch relativ stromsparend. Also das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Display. 3120 x 1440 Pixel, löst also auch sehr hoch auf und ist das erste Smartphone, das HDR10 fähig ist. Dachte ich auch nicht, dass es da noch kein anderes gibt, aber ist wohl so, zumindest auf dem Papier laut LG. Also sehr, sehr schönes Display. Und dieser Notch, naja, der beherbergt hier erstmal die Hörermuschel, die Frontkamera und ein bisschen Sensorik. Aber wie gesagt, kann man auch abschalten in den Einstellungen. Was heißt abgeschaltet? Der Notch ist natürlich trotzdem da. Hier ist dann nicht plötzlich kein Display mehr, aber das Ganze erhält einen schwarzen Hintergrund. Und diese Kerbe, die wird dann rausgenommen für die Puristen, die das nicht so gerne mögen. Ich gehe jetzt einmal rum und zeige euch, wie das Gerät aussieht und erkläre euch daran auch ein paar der Features. Also das hier auf der rechten Seite ist ein stinknormaler Power-Button, fühlt sich ganz gut an, also klickt sich sehr, sehr gut. Aktivieren kann man das Gerät aber auch durch, ganz wie gehabt, durch einen Doppeltap auf das ausgeschaltete Display. Hier gibt es auch ein Always-On-Display. Das heißt, den Power-Button wird man in der Regel kaum brauchen. Hier oben auf der Oberseite, das ist der SIM-Tray. In Deutschland wird es nach meinem Kenntnisstand keine Dual-SIM-Variante zunächst geben. Hier in den Tray kann man neben der SIM-Karte allerdings auch noch eine Micro-SD-Speicherkarte einlegen. Das heißt, für satten Speicher ist gesorgt, für denjenigen, dem die 64 GB, die hier sowieso schon integriert sind, nicht reichen. Auf der linken Seite haben wir hier erstmal die Lautstärke-Wippe. Auch das sind schöne Tasten. Eine kleine Besonderheit ist, dass man standardmäßig die Kamera als Schnellstart hier über ein Doppeldruck auf die Lautstärke nach unten Taste starten kann, kann man aber auch umbelegen auf einen Doppeldruck auf die Power-Taste. Und das hier unten, das ist noch ein zusätzlicher Hardware-Button, und der ist dafür da, dass man hier besonders gut ja den Google Assistant starten kann. Also ein einfacher Druck startet eine normale Google Assistant-Sprachsuche, ein doppelter Druck startet Google Lens, also das Programm, mit dem man über Google, über die Kamera Objekte erkennen kann. Also angenommen, ich bin jetzt zum Beispiel in Paris und drücke hier drauf und in der Kamera sieht man den Eiffelturm, dann wird mir der Eiffelturm angezeigt mitsamt zusätzlicher Metainformationen. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Produkten, so kann ich schnell Produkte kaufen. Und das ist wohl so der zentrale Sinn von Google Lens. Hat bei uns im Test funktioniert, aber nicht so richtig gut. Also die App ist öfter mal abgestürzt und hat manchmal auch nur, zum Beispiel, wenn man dann einen Apfel im Display hatte, Obst erkannt und jetzt nicht unbedingt einen Apfel. Bei anderen Sachen hat es wiederum sehr, sehr gut funktioniert. Wenn man länger drauf drückt, kann man einen Befehl sagen und dann auch zwischendurch mal eine kleine Pause machen. Das ist insbesondere dann ganz praktisch, wenn man die Situation kennt. Man will was sagen, überlegt noch mal kurz, was wollte ich denn eigentlich sagen? Passiert mir natürlich nie, aber dann muss man erst in dem Moment loslassen, wenn man fertig ist, und dann wird dieser Befehl abgesetzt. Also quasi auf dieser Taste so schon mal standardmäßig drei Funktionen. Ummappen kann man das Ganze nicht, aber man kann zumindest einzelne dieser Funktionen
ausschalten. Auf der Unterseite haben wir erstmal hier eine gute alte Klinkenbuchse. Man kann hier ganz normale Headsets anschließen und ja, das Ganze soll soundmäßig sehr, sehr gut sein. 32-Bit Hi-Fi DAC, also einen sehr guten Digital Analog Converter hat man hier drin. Damit soll das Ganze nochmal extra gut klingen. Man kann hier auch noch Soundverbesserungen, namentlich das DTS:X-Profil aktivieren. Dann soll das alles nochmal ein bisschen besser klingen. Ist jetzt die Frage, wenn man drauf steht, ist das bestimmt eine coole Sache. Hier, das ist eine USB-C-Buchse. Quick Charging wird auch unterstützt. Und das hier ist der sogenannte, jetzt muss ich gut überlegen, dass ich nicht aus Versehen Boom Sound sage, der Boombox-Lautsprecher. Hier ist extra noch ein bisschen mehr Platz dem Ganzen gelassen worden, dass hier mehr, ja, mehr Akustik entstehen kann. Das Ganze klingt sehr laut. Das Ganze klingt auch einigermaßen gut. Vielleicht nicht ganz auf dem Niveau von einem Galaxy S9 oder anderen aktuellen Geräten, die über Stereo-Lautsprecher verfügen. Aber immerhin Podcast hören oder ein Hörbuch, das funktioniert hier schon ganz gut und auch so, dass man das ja am anderen Ende des Raumes noch gut verstehen kann. Und da komme ich auch gleich noch auf eine Besonderheit zu sprechen. Die OK Google Sprachsuche, die funktioniert bei diesem Gerät auch mit ausgeschaltetem Display und auch dann, wenn man ein bisschen weiter entfernt ist von dem Gerät, also bis zu 5 Meter. Ich habe das ausprobiert, funktioniert sehr, sehr gut. Auf der Rückseite haben wir hier erstmal klassisch für LG Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Allerdings ist der jetzt nicht mehr druckempfindlich. Ja? Also man startet hier, das ist jetzt nicht mehr gleichzeitig eine Power-Taste. Ganz klassisch kann man hier einfach Fingerabdruck drauflegen, seinen Finger drauflegen und das Gerät startet. Und das hier, das ist eine Dual-Kamera, sieht man bereits, 16 Megapixel für beide Module. LG verfolgt hier wieder den Ansatz, den man seit dem G5 hat, also eine normale Linse und eine Weitwinkellinse. Und beide machen relativ gute Bilder. Die Hauptkamera, wie gesagt, 16 Megapixel, die hat eine Blendenöffnung von F1.6 und einen Winkel von 71 Grad, ist also sehr, sehr lichtstark. Es gibt auch Softwareverbesserungen, mit denen man die Lichtstärke sozusagen noch ein bisschen stärker ausreizen kann. Da wird die Auflösung verringert, dafür das Gesamtergebnis rauscharm in der Helligkeit erhöht. Und die Weitwinkelkamera, wenn man eine größere Menschengruppe zum Beispiel fotografieren will oder ein Bergpanorama, das ist eine F1.9 Blende und die kann, diese Linse kann einen Winkel von 107 Grad aufnehmen. Und das ist schon ziemlich üppig, sieht sehr, sehr gut aus, hat natürlich das ein bisschen das in Anführungszeichen Problem, dass man ja an den Rändern Verzerrungen hat. Und was mir auch aufgefallen ist, die Umstellung in der App, in der Kamera-App von LG, das dauert immer so eine kleine Sekunde. Also wenn man da zwischen Nah- und Weit-Zoom hin und her schaltet, das, wie gesagt, das geht nicht so nahtlos, wie man das vielleicht von anderen Geräten gewohnt ist. Kommen wir zu der Frontkamera. Das ist eine Selfie-Cam mit 8 Megapixel, F1.9, also ist auch noch relativ lichtstark. Also wenn man ein Selfie mit einer Gruppe in einer Bar machen will, dann geht das auch ganz gut. 80 Grad Winkel, damit kann man auch schon einiges aufnehmen. LG sagt hier, dass man sehr viel in der Software natürlich mit AI arbeitet, daher auch dieses ThinQ-Label. Und dadurch soll die Verbesserung, ja, soll das automatisch erkannt werden, wenn man mit einer größeren Gruppe zum Beispiel ein Selfie machen will. Und dann wird von Nah- auf Weitwinkel umgeschaltet, das Ganze allerdings rein in Software. Hier ist nur eine Frontkameralinse integriert. Diese AI-Features, ich bin da ein bisschen skeptisch, also nicht nur bei LG, sondern grundsätzlich, ob die so viel bringen. Hier in der Kamera-App ist auch noch ein Modus integriert, mit dem man Objekte erkennen kann, mit der dann ähnlich wie bei Huawei auch die Bildeinstellungen ein bisschen angepasst werden. Funktioniert so mittel bei mir. Ich bin da jemand, der ist also ein bisschen puristisch und der sagt, ich möchte einfach schnell mein Foto schießen, ohne dass jetzt groß was erkannt wird. Das dauert mir im Zweifel dann auch einen Tick zu lange. Aber auch Google Lens ist hier direkt in der Kamera-App integriert. Das heißt, man kann hier direkt auch die Bilderkennung von Google starten. Das Ganze funktioniert aber nur auf Tap. Das heißt, ich tappe hier einmal drauf und dann wird erkannt, was das ist. Im Idealfall jetzt gerade funktioniert das nicht. Ich bin ja der Auffassung, dass ein robustes Gerät ein gutes Gerät ist und dieses Gerät ist robust. Zum einen haben wir hier Staub- und Wasserschutz nach IP68 Zertifizierung, also das, was so gerade State of the Art ist. Und trotz des Glasgehäuses ist es auch nach Military Grade 810G, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was dieser Standard genau beschreibt, aber es soll besonders stoßfest sein. Und naja, gerade bei diesen Glasgeräten, da will man ja auch ein bisschen Sicherheit haben. Wahrscheinlich werden die meisten sowieso ein Case drumherum legen, aber gut zu wissen, dass es
im Zweifel auch mal, naja, zumindest kleinere Stürze abfangen kann und das Ganze auch trotz dieses Glasgehäuses, dass da nicht unbedingt immer gleich ein Schaden entsteht. Stichwort Glasgehäuse, hier ist auch Wireless Charging integriert und das finde ich sehr, sehr gut. LG war ja damals einer der ersten Hersteller, die mit diesem Feature rausgegangen sind und ich fand es immer schade, wenn die Hersteller davon wieder abgekommen sind. Hier ist Wireless Charging drin, das heißt, wenn man zwischendurch mal ja, das Ganze zum Beispiel bei sich im Büro auf eine G-Wireless Ladestation legt, dann muss man auch nicht um die Akkuausdauer fürchten, muss man so wahrscheinlich auch nicht. 3000 mAh sind hier drin, das sollte eigentlich reichen, wiewohl natürlich bei so einem Display, das sehr, sehr hell werden kann, da kann natürlich auch schon mal recht schnell der Akku runtergehen. Also, aber ich denke mal mit Wireless Charging und der Möglichkeit per Quick Charge nachzuladen, da sollte man eigentlich auf der sicheren Seite sein. Ein kleines, aber oft ignoriertes Feature, das diverse Smartphone-Flaggschiffe heutzutage nicht mehr haben, hat das LG G7 ThinQ immer noch integriert, und zwar die Unterstützung von UKW-Radio. Das heißt, wenn man sich hier Klinkenkopfhörer anschließt, kann man tatsächlich noch ganz normal Radio hören. Da könnte sich auch Samsung gerne mal eine Scheibe von abschneiden. Samsung verbaut ja UKW-Radios nur noch in die Mittelklasse-Geräte, komischerweise aber nicht mehr in seine Flaggschiffe. Kommen wir nochmal auf die grundlegenden Spezifikationen zu sprechen. Also hier ist ein Snapdragon 845 drin. Das ist das Beste vom Besten, was es hier gerade gibt auf dem SoC-Markt. 4 GB RAM finde ich ein bisschen sparsam. Das hätten eigentlich auch 6 oder 8 vielleicht sogar sein können. Da sind andere Hersteller ein bisschen weiter. Aber man misst sich ja vor allem auch an Samsung und Samsung ist da genauso knauserig. Wir haben 64 GB internen Speicher. Der ist, wie schon erwähnt, erweiterbar und ja, das alles natürlich auch in den jeweils aktuellsten, schnellsten Standards, also DDR4X Arbeitsspeicher und UFS 2.1 interner Speicher. Als Betriebssystem nutzt LG Android 8.0 Oreo, also leider nicht ganz die allerneueste Version. Dazu kommt die eigene Signature UX. Das ist schon eine ziemlich starke Anpassung. Also ich habe jetzt hier bei unserem Testgerät schon mal den App Drawer aktiviert. Der ist standardmäßig ausgeschaltet. Ich bin weiterhin ein Freund vom App Drawer. Deswegen, aber immerhin gibt es die Möglichkeit, das Ganze anzupassen. Und ihr seht hier schon in den Einstellungen, die sind hier nochmal geclustert. Da gibt es 4 verschiedene Tabs sozusagen. Das erhöht natürlich die Übersicht, spricht aber auch dafür, dass LG hier auch wahnsinnig viele Software-Features integriert. Die einen mögen nützlicher sein als die anderen. Ich finde es aber gut, dass man hier sehr, sehr viel konfigurieren kann und das ganze Gerät seinem eigenen Geschmack anpassen kann. Ganz schön viele Features. Wie gut die im Einzelnen sind, das müssen wir natürlich im Test überprüfen. Den lest ihr in den nächsten Tagen und Wochen bei uns auf giga.de. Einen ersten Eindruck, einen ersten guten Eindruck macht das Gerät. Das reiht sich ein in eigentlich ziemlich viele sehr gute Smartphones, die wir gerade in der High-End-Klasse haben. Und ja, ich bin vor allem auch gespannt, wie schnell das Ding im Preis fallen wird. Denn das ist ja immer so eine Sache, historisch gesehen, die Flaggschiffe von LG, die fallen relativ schnell. Und ich denke, wenn das Ding noch 200 Euro billiger ist, dann wird das ein richtig, richtig spannendes Gerät, spätestens dann. Und ja, alles andere, wie gut das Ding dann im Einzelnen ist, das lest ihr natürlich bei uns im Testbericht. Bleibt uns gewogen, folgt uns, subscribt unseren Kanal und liked das Video, falls es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!